Irgendwas so mit Dierspitz. Irgendein Schmarrn muss man das machen. So, 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 so. Erstens meine Eisen und die Musik ist mir etwas leise. So. Das war jetzt sehr effektiv. So, dann kommt da noch ein Kistenviech rein und da noch. Ein Kistenviech? Was? Ja, noch nie was von dem berühmten Kistenviech gehört. Das ist bitter, das ist nämlich voll sympathisch, das Kistenviech. Okay. Warum ist es voll berühmt? Vielleicht sollte man die Playlist ein bisschen leiser machen, sonst hört man im Nachhinein nur noch die Playlist. Ja, ich habe sie bei VLC immer so auf 18%, jetzt aktuell, also nicht immer, sondern jetzt aktuell. Weil dann höre ich sie wenigstens noch auf 12%, ist sie noch etwas leise, aber... Ja. Ja, siehst du, solche Probleme habe ich nicht. Nee, du verwendest keine Musik. Nö. Kriegst auch keinen Stress mit der GEMA. So ist es, also. Ich aber auch nicht, weil da ich all die Musik, die ich verwende, auch kommerziell nutzen darf. Genau. Ja. Man könnte ja mal die Anno-Musik verwenden, aber ich glaube, du kriegst Probleme. Da kriegst du Probleme mit Soft. Probleme geben, ja. Hier reicht's, ich schnapp mir jetzt Stack Erde. Ja, gut. So. Nein, ich hasse dich. Wen denn? Also ich will nur wissen, ob ich mich jetzt angesprochen fühle. Nein, musst du nicht. Ich habe mit der Minimap geredet. Ah, okay. Hast du mit der Minimap geredet? Ja, meine Minimap spricht zu mir. Ah, okay. Wenn das ist okay. Ein Problem ist... Okay, sehe. Ja, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn die Minimap mit dir spricht. Ah! Ganz ruhig. Ah, puh. So. Schon besser. So, dann müsste man mal fragen. Weil... Hey du! Hey du blöder Zombie! Greift der mich von hinten an? Das gibt's ja nicht. Ist der schwul? Ja, ist er auch. By the way, ich hab nicht das von hinten gemeint. Irgendwie ist heute... Der Wurm drin. Ja, heute ist Perversentag. Echt? Ja? Bei Stefan schon. Hast du es noch nicht gemerkt? Das merkt man eigentlich relativ schnell, Philipp. Ja, schon. Nee, Philipp interessiert sich dafür nicht. Nee, der interessiert sich dafür nicht, das stimmt. Der ist eher belesen. Und liest gerne Bücher. Glaube ich zumindest. Ja. Der interessiert sich eh nur für seinen Computer. Der ist in einer Beziehung mit seiner Hand. 5 gegen Willi, gell? So ungefähr. Oder? Ich weiß nicht, ob jetzt... das damit gemeint war. Jetzt in einer Beziehung mit seiner Hand? Doch, eigentlich schon. Ja, eben. Schon, oder? Ja. Naja, was soll's. Schon. Kommen wir mal wieder zu was Normalem zurück. Ich bin schon wieder in der Mine. Wie kommt das? Ja, ich weiß es nicht. Also, ich dachte... Ich bin mit meinem Lagerkeller beschäftigt. Oh, stimmt. Das könnte ich auch auf Dauer mal bauen. Ich baue mir gerade Kohle ab. Wie jetzt? Du baust Kohle ab? Ich dachte, die baut man an. Nein, die baut man nicht an. So wie Kartoffeln. Nee, ich hatte eigentlich gemeint, die hängen dann so von der Decke. Ach so. Ja, die sind Teil der Decke. Ja, und Kohle kann man auch wunderbar räuchern. Kohle kann man echt wunderbar räuchern. Ich weiß, dass man es räuchern kann. Das musst du mir nicht erzählen. Stimmt, du bist ja leidenschaftlicher Koch. Ja, das stimmt. Es gab bei euch heute zu Mittag geräucherte Kohle. Nein, geräucherte Kohle gab es nicht im Gulasch.
Echt? Bei uns auch. Ich hatte heute auch Gulasch. Ah! Und es war ziemlich gut. Ja, das ist schön. Es kann nicht gut sein, Stefan hat's nicht gekocht. Ich glaube aber fast, dass das nicht so schlimm ist für den Stefan, wenn ich jetzt sage, dass das Gulasch gut ist, auch wenn er es nicht gekocht hat. Das stimmt allerdings. Es wäre nur schlimm, wenn du gesagt hättest, gerade weil. Nö, das habe ich ja nicht gesagt. Ja, ja, deswegen ist es ja auch nicht schlimm. Das stimmt auch wieder, genau. Ich liebe dich, Gravel. Oh, okay, ironisch gemeint. Okay, ja. Wann ist die Hochzeit? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, muss es halt auch sagen. Ja toll, wenn du mir in die Parade fährst und der Quentin zuvor auch noch, wenn er sagt, das ist nicht ernst gemeint. Tja. Erst reden, tja, dann denken. Kann ich nicht. Andere Frage, wann ist die Hochzeit mit deiner Hand? Bin noch am Überlegen. Also wir sind noch am Planen. Ich hab schon wieder Dias gefunden. Die hängen aber hoch. Oder ist das überhaupt Diamant? Nein, es ist Lapis. Wie viele Dias findest du hier? Das war Lapis. Aber Lapis finde ich echt viel gerade. Okay. Oh, ja, und ich hab's Bedrock gefunden. Wow, das ist auch so scheiße schwer zu übersehen, ne? Ja, ich weiß. Warum? Weil ich ständig diesen bescheuerten Gravel ausweichen wollte und es ist irgendwie nichts geworden. Ja, der fiel dir dann immer auf den Kopf. Ja, das stimmt allerdings. Der kommt immer wieder zum Vorschein. Alles Gute kommt von oben, so in etwa. Ja, so ungefähr. Das kommt immer wieder. Ah, du! Wo kommt jetzt der Zombie daher? Aus dem Dunkeln? Ja, ich weiß. Ja, voll der Emo hat sich in der dunklen Ecke verkrochen. Ja, das stimmt allerdings. So. Irgendwie ist in der Mine sein ziemlich öde. Das stimmt allerdings. Tja, woran das wohl liegen mag? Daran, dass ich bis jetzt noch keine gescheite Höhle gefunden habe. Ja, das liegt an der Mine. Ja, irgendwie ist der Seed scheiß. Wir starten nochmal neu. Oh, ja. Da bin ich jetzt irgendwie nicht so ganz überzeugt davon. Also das müssen wir jetzt ausdiskutieren. Ja, das stimmt. Da bin ich voll für. Fang mal mit deinen Argumenten dagegen an. Dann überlege ich mir, ob ich dagegen argumentieren soll oder nicht. Da ich nichts höre, bin ich der Meinung, dass es schlechte Argumente sind, also habe ich gewonnen. Wir fangen neu an. Juhu! Eddie? Meinst du, sieht eine Decke aus Sandstein gut aus? Ach du liebe Zeit, okay. Über mir ist Lava. Ich darf über nichts dir? Mehr. Ja, über mir. Weil ich nämlich gerade mich unter den Lava sehe. Ich glaube, in Zukunft beende ich auch Steam. Danke nochmal an dieser Stelle an Dario für das jedesmalige Nerven beim Let's Playen. Ja, das muss Steam auch mal sagen, dass du aufnimmst. Ja, TeamSpeak hat das auch schon mal. Bestimmt. Soll das ironischer Sarkasmus sein? Ja. Ja, ich weiß. Nein, hat nur Dario gerade gefragt. Ich liebe es beim Let's Play mit anderen Leuten zu chatten. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ich glaube, das war doch auch in einer der ersten Folgen Tackled. Ja, das war ich. Da wurdest du doch auch ständig angeschrieben. Ja, das war ich. Über Facebook. Ja, stimmt, das war tatsächlich Stefan. Ja, das war auch nett. Ja, das freut mich auch jedes Mal. Ich glaube, das ist dann auch letztendlich in diesem Unterhalt dich mit dir selbst resultiert, was mich sehr gefreut hat. Ja, ich weiß. Dass ich da einfach mal so mir selbst überlassen werd. Während du da chattest. Entschuldige, muss sein. Während er mit mir gestritten hat, quasi. Oh mein Gott. Ach, da Dario ja der ist, der ursprünglich mitmachen wollte, soll ich ihm mal ganz netterweise schreiben, dass wir gerade das Minecraft-LPT aufnehmen?
doch, mach was doch mal. Ach, Mist. Er ist offline gegangen. Ach, mach was du willst. Wäre jetzt schon ein bisschen fies. Wieso denn? Weiß ich auch nicht. Also ich verstehe das auch nicht, warum das fies sein soll. Also. Nee. Alter, ich finde echt einen Arsch voll Redstone. Ohne Kack. Den kann man wieder mit einem Schalter an und ausmachen. Okay. Also du immer mit deinem. Du immer mit deinem Arsch. Schon. Du hast doch immer den Arsch voll Kohle. Ja, so cool ist jetzt. Ich frag mich auch immer, wie die da überhaupt reinpasst. Ja, schon. Das musst du uns mal erklären, wie du das hinkriegst. Ja, schon, bitte, Philipp. Jetzt will ich eine Erklärung haben, wie du deine Kohle in den Arsch kriegst. Wenn man Bank, ich will mal Bankräuber werden, dann muss ich das wissen, wie das geht. Also wenn sich das jetzt nicht so falsch anhören würde, dann würde ich ja sogar jetzt noch irgendwie das Spielchen weitermachen. Jetzt erklär doch wirklich bitte mal, wie kriegst du dann... Okay, nein, ich höre echt. Das wird echt interessant. Nein, nicht direkt. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ach, bei der coolen Musik. Schon, ja, genau. Und ich habe schon wieder Redstone gefunden. Krass. Alter. Langsam wird's echt nervig mit dir, Redstone. Ich glaube, ich schreibe gleich mein Support-Ticket an das Redstone. Übermäßig viel Redstone. Liebes Redstone, bitte ersetze dich doch in der Mine in Zukunft durch Diamanten. Vielen Dank. Oh mein Gott, also dann wird es da aber echt viel. Dann hätte ich jetzt wieder anderthalb Stacks Diamanten. Das stimmt allerdings. Und ich ein ganzes, glaube ich, oder? Ja, dann hätte ich jetzt insgesamt 3,5. Ne, 43 Diamanten hätte ich jetzt schon. Not bad. Schon? Und der Philipp wäre dann der Ärmste auf dem Server. Wahrscheinlich, das stimmt. Ja. Obwohl, ich habe auch schon einiges an Redstone. Naja. Das müsst ihr euch ja mal vorstellen, wenn sich die Kohle in Diamanten umwandeln würde. Ja gut, bestehen beide aus Kohlenstoff, so abwegig ist das nicht. Das ist auch nicht abwegig. Doch, eigentlich schon. Warum? Naja, Kohle billig, Diamant wertvoll. Ja, vor allem... Kohle verwandelt sich in Diamant... Mehr Druck. Ja, natürlich. Deswegen ist es nicht abwegig, dass Diamanten tief sind. Und apropos Diamanten, ich habe jetzt meine ersten gefunden. Wie viele? Ich weiß es nicht. Ich muss die jetzt erstmal abbauen. Also drei sind es auf jeden Fall schon mal.